Preis sei Allah, dem Herrn der Welten, der alles geschaffen hat und der uns heute hier zusammengeführt hat. Und kurz zu meiner Person, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Mein Name ist Abdulkadir Schabel. Ich bin geboren im Odenwald, bin 1979 zum Islam zurückgekehrt. Man würde sagen konvertiert, ich sage lieber zurückgekehrt. Und versuche seither, mich mit meiner Familie der islamischen Lebensweise anzunähern, dem Ideal der islamischen Lebensweise. Der Vortrag heute ist, glaube ich, gerade auch für uns Muslime sehr wichtig, denn Spiritualität ist etwas, was man eben nicht nur mit dem Verstand, mit dem Intellekt erfährt und für sich selbst begreift, sondern was auch die alle Sinne des Menschen eigentlich anspricht. Vielleicht ein kurzes Beispiel, als ich ein kleiner Junge war. Ich bin natürlich hier aufgewachsen und Weihnachten, und wir nähern uns ja jetzt in der Adventszeit, der Weihnachtszeit, war für uns als Kinder immer etwas sehr Ergreifendes. Also das war nicht etwas, auf das man sich gedanklich vorbereitet hat, sondern es war ein Gefühl, es waren Gerüche, Gewürze, es war Vorfreude, ja, auch wenn man in die Kirche gegangen ist, wie das geschmückt war mit den Bäumen und mit den Lichtern und so. Also Spiritualität zu erfahren, ist etwas, was alle Sinne anspricht. Ja, das Sehen, das Hören, das Fühlen, es spricht einem auch im Innerlichen an, und eigentlich ist Spiritualität etwas, was man sehr schwer in Worte fassen kann. Wir leben heute in einer Zeit, die sehr von dem Materialismus geprägt ist, zu konsumieren, bestimmte Dinge sich ständig anzuschaffen. Wir leben in einer Zeit, wo Informationen sehr vielfältig, sehr viele Informationen in sehr kurzer Zeit an uns vorüberziehen, ohne dass wir uns wirklich ernsthaft Gedanken darüber machen, weil die Reihenfolge, die Abfolge so schnell ist und eigentlich da auch sehr erschütternde Informationen uns täglich betreffen. Seien es jetzt Umweltkatastrophen, sei es die Kriege, die überall geführt werden, wo Menschen sterben, all diese Dinge. Wir gucken in die Medien, ins Fernsehen, in unsere Handys, und ja, und das geht alles sehr schnell an uns vorüber, und wir empfinden das als normal. Man hakt das einfach ab und lebt sein Leben weiter. Und gerade diese Konzentration auf die elektronischen Medien verhindert eigentlich, dass wir uns wirklich der Schöpfung widmen. Und ich fühle mich da sehr privilegiert in meinem Alter. Da gab es all diese elektronischen Dinge noch nicht in meiner Zeit, als ich Kind war. Wir sind sogar in den ersten Jahren ohne Fernseher aufgewachsen. Und als dann der Fernseher kam, schwarz-weiß, gab es nur zwei Kanäle. Und vormittags gab es überhaupt kein Fernsehen, sondern nur abends. Und so haben wir Kinder viel Zeit in der Natur verbracht. Also von der Schule nach Hause, und dann waren wir nur im Wald. Und so fühle ich mich privilegiert, dass ich Erfahrungen machen durfte, eben mit der Natur, die mich sehr an die Schöpfung gebunden haben, also das Nachdenken über die Schöpfung. Und ich finde es in der heutigen Zeit sehr traurig, dass unsere Kinder eigentlich diese Erfahrungen nicht mehr machen können oder nicht mehr machen wollen. Ich habe auch noch einen kleinen Sohn, der ist jetzt 15. Wir leben auch im Odenwald, aber er beschäftigt sich lieber mit Computer und Handy und Fernsehen und was ist die neueste Fashion, und dann tauscht man sich in der Schule aus, welche Jeans sind gerade in, welche Jacke passt, und
so weiter und so weiter. Das sind so die Dinge, die in ihm vorgehen. Aber dass er die Motivation hätte, nach draußen zu gehen, auf einen Baum zu klettern oder Erde mit Erde zu spülen. Wir haben uns früher mit Schlammkugeln beworfen und all diese Dinge, die man in der Natur gemacht hat, das finde ich eigentlich sehr schade. Warum sage ich das? Weil es, glaube ich, in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, dass wir uns gerade über diese Gegensätze Gedanken machen und was uns wirklich in unserem täglichen Leben leitet, beeinflusst, gedanklich beschäftigt, womit wir uns auseinandersetzen. Die islamische Lebensweise nun, auf die ich jetzt eingehen möchte, und ich werde es versuchen, anhand von bestimmten Koranstellen und anhand Aussprüchen und Aussagen des Gesandten Mohammed, Friede sei mit ihm, zu erläutern, hat nun eine ganz hervorragende Quelle, um diese islamische Lebensweise in diesen Kontext der Spiritualität einzupacken. Und ich möchte mich dann ein bisschen an den Text halten und das ein oder andere vielleicht noch ein bisschen erläutern. Es gibt eine ganz bekannte Überlieferung des Gesandten Mohammed, Friede sei mit ihm, wo er mit seinen Gefährten zusammensitzt und ein Mann zu ihm kommt, also eine männliche Gestalt zu ihm kommt, sich vor ihn hinkniet und ihn befragt, also den Propheten befragt. Und das wird überliefert, also dass der Gesandte eines Tages zu den Leuten hinausgegangen war, als ein Mann zu ihm kam und fragte, was ist Iman? Iman ist das arabische Wort für Glaube. Und er sagte, also der Prophet, Friede sei mit ihm, antwortete, Iman, Glaube ist, dass du an Gott glaubst, an Allah glaubst, an seine Engel, an das Zusammentreffen mit ihm, an seine Gesandten und die Auferstehung. Also der Prophet antwortet, eigentlich jemanden, der das sowieso weiß, aber die Frage wird gestellt für die Zuhörer. Und der Gesandte antwortet, also Glaube ist, dass man an diesen einen Gott glaubt, an die Engel glaubt, an das Zusammentreffen mit Gott, an die alle Gesandten, die Gott gesandt hat für die Menschheit und an die Auferstehung, das heißt an eine Begegnung nach unserem Tode am jüngsten Tag. Er fragte weiter, was ist Islam? Er sagte, der Prophet antwortete, Friede sei mit ihm, Islam ist, dass du Allah dienst, ihm nichts beigesellst, das Gebet einhältst, die Armensteuer zahlst und den Ramadan hindurch fastest. Er fragte weiter, was ist Ihsan? Er sagte, dass du Allah dienst, als ob du ihn siehst. Denn wenn du ihn auch nicht siehst, sieht er dich doch. Und hier sieht man jetzt, dass es quasi drei Stufen sind, die hier abgefragt werden. Einmal der Glaube, dass ein Mensch eben sich irgendwann in seinem Leben die Frage stellt, existiert Gott, glaube ich an ihn, und dann eben die Konsequenz daraus zieht, dass er an die Abfolge glaubt. Und Islam ist die praktische Umsetzung dessen im Leben, also dass man Gott nichts beigesetzt, betet, Armensteuer zahlt, sich um den Nächsten kümmert, im Ramadan hindurch fastet. Und die spirituelle Ebene ist dann eben, dass wir uns vorstellen, dass auch wenn wir unseren Schöpfer nicht sehen, er uns sehr wohl sieht. Und das ist das Entscheidende, dass wir also gedanklich immer mit diesem Schöpfer, der uns geschaffen hat, verbunden sind. Ihsan wird auch übersetzt mit das Gute tun. Und das bedeutet für einen Muslim, das Gute zu tun durch dieses Gedenken, durch diese spirituelle Verbindung mit Gott, dem Schöpfer. Also ein Gottesbewusstsein zu entwickeln im täglichen Leben, das den Menschen zu einem guten Charakter führt. Aus diesem Grund ist die geistige spirituelle Verbindung mit Gott für den Muslim unerlässlich. Also Islam funktioniert gar nicht, ohne dass wir Muslime begreifen, dass Gott uns sieht. Nun, die Geheimnisse der Schöpfung zu erfahren, den Schöpfer zu erkennen, dem Schöpfer nahe zu sein und universelle Wahrheiten zu besitzen. Die Menschen haben schon immer versucht,
hinter die Kulissen zu schauen und haben geforscht nach dem Grund, dem Warum, dem Woher, dem Wohin und dem Sinn des Lebens. Ich habe meiner Familie und meiner Frau immer erzählt, wenn zu Hause als kleiner Junge ich irgendwas angestellt habe und dann halt Ärger bekommen habe von meinen Eltern, dann habe ich mich immer zurückgezogen in mein Zimmer und dann habe ich so einen Gedanken gehabt, wo ich gedacht habe, irgendwie kommt mir das alles vor wie ein Film. Ja, als ob das gar nicht real wäre. Und ich möchte gerne mal diesen Vorhang aufziehen, ob das nicht alles nur für mich inszeniert ist. Solche Gedanken hatte ich als Kind. Und wenn man also, ich weiß nicht, in neuester Zeit diesen Film Matrix kennt, weiß nicht, wer das kennt, ja, da ist ja genau dieser gleiche Gedanke verarbeitet, ja, dass jemand aus seiner normalen Realität, die er glaubt, herausgerissen wird und ihm eine ganz andere Realität gezeigt wird. Also hatte ich als Kind irgendwie so einen Gedanken, dass es mehrere Stufen von Realität gibt. In allen Zeiten und Kulturen finden wir Hinweise, dass Menschen das Sein über die Schöpfung hinaus zu ergründen und zu erklären versucht haben. Und ich zähle jetzt einfach mal ein paar Sachen auf. Die Sterne wurden angebetet, Planeten, die Sonne wurden zu Göttern erklärt. Menschen fand man in Anbetung des Feuers, des Windes, der Berge. All diese Dinge kennen wir, zum Beispiel auch aus der Geschichte von Abraham, ja, der ein Gottsuchender war, der Prophet Abraham, Friede sei mit ihm, und der erst den Mond als seinen Herrn angenommen hat, die Sonne an seinen Herrn angenommen hat und dann letztendlich durch seinen Verstand eben gesagt hat, nein, derjenige, der diese geschaffen hat, ist mein Gott. Ja. Und so gab es eben immer Menschen, die halt ihre Umgebung beobachtet haben und dann bestimmte Phänomene in der Natur zu Göttern erklärt haben. Da gab es dann auch, wurden Abnormitäten der Schöpfung verehrt, wie weiße Büffel oder Tiger. Durch Selbstversuche der Medizinmänner und Kräuterfrauen fand man verschiedene Drogen, die den Benutzern in eine andere Welt, eine andere Wahrnehmung versetzten, um in Trance die Kräfte der Natur und das Unbekannte zu beschwören. Ja, alle diese Dinge kennen wir. Ja. Wenn man also heute auch noch Berichte sieht, Berichte über andere Länder, über andere Kulturen, über Aborigines, ja, die also total im Einklang mit der Natur leben und dann die Natur erforschen, gucken, was ist essbar, was ist nicht essbar. Ja. Versuchen dann, wenn sie eben Dinge gefunden haben, die berauschen zum Beispiel, dann in spirituelle Zustände sich zu versetzen. Oder man denke an die Native American, die Indianer, die also mit Schwitzhütten, mit also extremen Zuständen versucht haben, ihre Wahrnehmung zu ändern, einfach um diesen Vorhang aufzureißen, um zu verstehen, was ist mit meinem Leben los, warum das alles. Ja? Also der Mensch hat schon immer versucht, egal wo er lebt und in welcher Zeit und in welcher Kultur er gelebt hat, immer versucht, hinter den Vorhang zu schauen. Also das ist als allzeit bekannt. Wissenschaftler und Denker, Philosophen und Forscher, Dichter, Gelehrte und Künstler, sie alle suchen dasselbe, das eine. Sie streben nach Erkenntnis der Wahrheit. Auch der Gesandte Mohammed, Friede sei mit ihm, hat sich, bevor er zum Propheten, Gesandten berufen wurde, in andere Zustände versetzt, zum Beispiel durch Fasten. Er hat sich also in die Höhle Hira zurückgezogen und hat dort gefastet. Und wenn man den Körper eben bestimmte Dinge entzieht, dann über eine gewisse Zeit, dann kommt man auch in andere Zustände. Ja, also man isst, man unterbricht die Routine des Essens während des Tages, das Frühstück. Und wir kennen das alle, wir Muslime, vom Ramadan. Man verändert sich, man bekommt eine andere Wahrnehmung, man riecht intensiver, man schmeckt intensiver. Wenn man am Abend das Wasser trinkt, dann schmeckt es auf eine ganz besondere Weise oder Tee oder was auch immer. Also man wird viel sensibler für die Routine des Tages, wenn man diese Routinen unterbricht. Und der Gesandte Mohammed hat sich zurückgezogen, um zu fasten, um eben nach Gotterkenntnis zu streben. Also weg vom geschäftigen Stadtleben in die Einsamkeit. Deshalb hat Spiritualität auch immer etwas mit in sich zurückziehen zu tun, nachdenken, ja,
auch mal Ruhe finden irgendwo zu Hause, herauszutreten aus der Hektik der Stadt, um eben zur Ruhe zu kommen und zu empfinden. Der Islam aber wird meist sowohl von Muslimen als auch von Nichtmuslimen über das Gesetz definiert. So steht bei der Diskussion meist die Vorschriften, die einzuhalten sind, wie Erlaubtes und Verbotenes im Vordergrund. Von der Scharia wird oft gesprochen, mit der meist nur das Strafrecht verbunden wird, gebraucht wird und letztlich ein Gottesbild übrig bleibt, von dem man sich fürchten muss. Deshalb möchte ich heute Abend eine spirituelle Grundlage legen, die es einfach ermöglicht, unser tägliches Leben in diesem Gedanken eben weiterzuführen. Der Islam ist eine Überzeugungsreligion, die den Glauben im Herzen bewahrt und durch Vernunft, Einsicht und Verstand sich immer wieder bestätigt. Islam ist kein blinder Glaube, sondern vielmehr hinterfragte Gewissheit. Vordergründig steht die eigene Erkenntnis um die Existenz Gottes und des Schöpfers. Jeder Mensch wird sich irgendwann im Laufe seines Lebens früher oder später die zentralen Fragen stellen müssen. Ja, gibt es Gott, gibt es ihn nicht? Wo komme ich her, wo geht es hin? Und ich muss es sowieso immer erzählen, wie bist du zum Islam gekommen? Ich sagte am Anfang, wenn man also sich mit der Schöpfung beschäftigt, und ich hatte das Privileg, also in der Natur aufzuwachsen, und mir war klar, dass alles, was in der Natur vorhanden ist, eines Schöpfers bedarf, also irgendjemand das geschaffen haben muss. Und je älter ich wurde und ein Suchender war, habe ich gesehen, dass im Mikrokosmos und Makrokosmos alles wunderbar funktioniert. Ja? Also man braucht eigentlich nur die Schöpfung zu beobachten, um zur Gotterkenntnis zu gelangen, dass das nicht aus sich selbst heraus entstanden sein kann. Ja? Wenn man die Anatomie eines Menschen betrachtet, wie das alles funktioniert, ja? Das ist überwältigend, das macht einem sprachlos. Aber man muss eben die Zeit finden, über diese Dinge nachzudenken, über die Schöpfung nachzudenken, sich die Zeit und die Ruhe zu nehmen. Und später las ich dann im Koran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, im Namen Gottes des Erbarmers, des Barmherzigen, er, Allah, lässt das Lebendige aus dem Toten erstehen und lässt das Tote aus dem Lebendigen erstehen. Und er belebt die Erde nach ihrem Tode, demgemäß werdet ihr, die Menschen, entstehen. Und zu seinen Zeichen gehört es, dass er euch aus Staub erschaffen hat. Alsdann, siehe, wurdet ihr Menschen, die sich verbreiteten. Und zu seinen Zeichen gehört es, dass er euch von euch selber Partnerwesen erschuf, auf das ihr ihnen beiwohnt. Und er hat zwischen euch Liebe und Barmherzigkeit gesetzt. Siehe, hierin sind wahrlich Zeichen für nachdenkende Leute. Und zu seinen Zeichen gehört die Schöpfung der Himmel und der Erde und die Verschiedenheit eurer Zunge und eurer Farben. Siehe, hierin sind wahrlich Zeichen für alle Welt. Und zu seinen Zeichen gehört euer Schlaf in der Nacht und am Tag und euer Trachten nach seiner Huld. Siehe, hier sind wahrlich Zeichen für hörende Leute. Und zu seinen Zeichen gehört es, dass er euch den Blitz in Furcht und Hoffnung zeigt und dass er Wasser vom Himmel hinabsendet und mit ihm die Erde nach ihrem Tode erweckt. Siehe, hierin sind wahrlich Zeichen für einsichtige Leute. Die Gotterkenntnis im Islam führt über die Selbsterkenntnis. Der Mensch muss erkennen, dass er nicht der Herr der Welt ist, sondern ein Teil von ihr. Er ist Teil der Schöpfung und somit Geburt und Leben und Sterben und Tod unterworfen. Also, für mich hat sich dann diese Betrachtung der Schöpfung und die Suche nach dem Schöpfer bestätigt durch solche Verse, die ich im Koran gefunden habe, wo es dann heißt, schaut euch die Schöpfung an, betrachtet das, ja, und überlegt, ja, darin sind Zeichen für nachdenkende Leute, für einsichtige Leute, für hörende Leute. Ja? Also Menschen, die ihre Sinne gebrauchen und so nach Gotterkenntnis streben. Den Islam oder Gott dann anzuerkennen, machen wir Muslime mit der Shahada, indem wir eben einfach sagen, ja, ich bezeuge das, Ashhadu an la ilaha illallah
O Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist. Wir sprechen dann auch oft von Tauhid, der Einheit Gottes. Und Tauhid, die Wortwurzel Wahada, eins, in der islamischen Terminologie, ist gemeint damit die Einheit Gottes. Also der einzige wahre Schöpfer. Er ist der einzige Schöpfer, er wurde nicht erschaffen und es wurde nichts erschaffen und wird nichts erschaffen, außer durch seinen Willen. Gott steht außerhalb der Schöpfung, er hat keinen Beginn und kein Ende. Gott kann man im Diesseits nicht begreifen, weil Verstand und Sprache nicht dazu ausreichen, das auszudrücken und zu denken, was Gott ist. Jeder Versuch muss kläglich scheitern. Aus diesem Grund wird Gott im Islam mit 99 Attributen Namen benannt, stellvertretend für unendlich viele. Also Attribute wie zum Beispiel der Allwissende, der Allliebende, der Allerbarmer, der Allweise. Wir haben in der zweiten Aya haben wir da einige davon gehört, die unser Imam rezitiert hat. Wir können die Schöpfung uns anschauen und versuchen zu begreifen, aber das, was Gott ist, das kann man nicht in Sprache ausdrücken und man kann es auch nicht denken, weil wir Menschen so geschaffen sind, dass wir die Schöpfung wie durch einen Filter wahrnehmen. Unser Gehirn funktioniert wie ein Filter, der uns eben nicht automatisch es erlaubt, den Vorhang aufzumachen und Gott von Angesicht zu Angesicht sehen und das zu begreifen. Im Koran heißt es dazu: Dies ist Allah, euer Herr. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Schöpfer von allem. Er ist der Schöpfer, der Aufrechterhalter und Geber jeder einzelnen Zelle bis hin zum gesamten Universum. Aus diesem Grund ist er auch der Einzige, dem gottesdienstliche Handlungen zuteil werden dürfen. Also das Einzigste, was wir Muslime anbeten, ist dieser eine absolute Gott. Ja, wir beten sonst und verehren sonst nichts an. Da heißt es dann auch im Koran, und dient Allah und gesellt ihm nichts zur Seite. Daher erschließt sich das Menschenbild im Islam nur auf der Grundlage einer klaren Vorstellung von der Beziehung zwischen Schöpfer und Schöpfung. Unser Verständnis des Schöpfers steckt den Weg ab, den wir auf unserem Lebensreise beschreiten, den Sinn des Lebens. Das ist nicht von mir, das ist von Tariq Ramadan und heißt nichts anderes als: Wenn wir zu dieser Erkenntnis gekommen sind, dass es Gott gibt, folgt daraus logischerweise eine Konsequenz für unser Handeln im Diesseits, im täglichen Tun. Und das kann eben nur durch die spirituelle Verbindung, also durch das Gedenken, dass Allah uns immer sieht, eine Lebensweise sein, die das Gute befördert und die es mir als Muslim, egal wo ich lebe auf der Welt, ermöglicht, mich positiv in eine Gesellschaft einzubringen. Tariq Ramadan fährt fort: Im Wissen um Gottes Gegenwart liegt der Schlüssel der Bestimmung des Menschen im Islam. Das heißt, wenn man den Schöpfer anerkennt und diesen Glauben mit der Schahada bezeugt, ist nach islamischer Auffassung das Menschsein komplettiert. Er unterstellt seinen freien Willen dem Dienst zu Gott. Ja, also das ist die islamische Auffassung, dass wir Menschen unseren Platz in der Schöpfung eben anerkennen, dass wir nicht wahllos über die Schöpfung herrschen können und sie bestimmen können, sondern dass wir eigentlich von Gott verpflichtet sind, für diese Schöpfung im positiven Sinne zu sorgen, auf sie aufzupassen. Ja, als Nachfolger Gottes oder als Statthalter, wie es in der Heiligen Schrift der Bibel heißt, eben Verantwortung zu übernehmen im positiven Sinne. Im Koran heißt es dann weiter, und das ist jetzt, jetzt kommen wir zu zwei Stellen, die eben diesen spirituellen Aspekt ganz klar hervorheben. Im Koran heißt es: So richte dein ganzes Wesen aufrichtig auf den wahren Glauben gemäß der natürlichen Veranlagung, mit der Allah die Menschen erschaffen hat. Und dieses Wort natürliche Veranlagung bezeichnen wir Muslime als Fitra. Und aus dieser Aussage Gottes im Koran geht hervor, dass Gott uns eben nicht nur diesen physikalischen Körper gegeben hat und alle möglichen
verstandesmäßigen Dinge, um unser Leben hier auf Erden zu bewältigen, sondern er hat uns auch etwas mitgegeben, eine natürliche Veranlagung, Gott zu erkennen oder nach Wahrheit zu streben. Ja, also dieser Antrieb, den Vorhang zu öffnen, zu gucken, was ist dahinter, das hat Allah uns mitgegeben. So richte dein ganzes Wesen aufrichtig auf den wahren Glauben, gemäß der natürlichen Veranlagung. Also Gott hat uns eine natürliche Veranlagung mitgegeben, ihn zu erkennen und ein positiver Mensch zu werden. Denn im Grunde seines Herzens und seiner Vernunft weiß jeder Mensch, was Wahrheit ist, was richtig und falsch, gerecht oder ungerecht. Wenn wir die Begebenheiten in unserer heutigen Zeit uns vor Augen führen, müssten alle Menschen gemeinsam zur Umkehr mahnen und diesen auch selbst in Angriff nehmen. Dass dem nicht so ist, liegt vereinfacht gesagt daran, dass die meisten Menschen durch welche Umstände auch immer, bewusst oder unbewusst, verschuldet oder unverschuldet, nicht auf ihre natürliche Veranlagung, auf ihre Fitra hören, nicht nach Erkenntnis und Harmonie mit dem Schöpfer eifern und danach leben, sondern ihren eigenen Neigungen zu Gewalt, Zorn, Habgier und Egoismus folgen. Deshalb ist das, was ich eingangs gesagt habe, diese schnellliebige elektronische Medienwelt für uns die perfekte Ablenkung von unserem eigentlichen, von unserer eigentlichen Bestimmung als Menschen, nämlich sich Zeit zu nehmen, zuzuhören, die Augen aufzumachen, nachzudenken über die Schöpfung und über den Schöpfer. Und wir eigentlich unsere Zeit damit verbringen, eben diesen, ja, diesen Konsum immer nachzueifern. An einer anderen Stelle im Koran heißt es: Und als dein Herr, also als Gott, aus dem Rücken der Kinder Adams ihre Nachkommenschaft zog, das heißt, also als Gott aus den ersten Menschen, die nächsten Menschen geschaffen hat, die Nachkommenschaft zog und wieder sich selbst zu Zeugen nahm und sprach: Bin ich nicht euer Herr? Sprachen sie: Jawohl, wir bezeugen es. Und das ist eine Stelle, die also von den Koranauslegern gibt es zwei Auslegearten. Die einen Ausleger folgen der Aussage, dass sie sagen: Jeder Mensch, bevor er, oder jede Seele, bevor sie in den Körper kommt und geboren wird ins Diesseits, steht vor Allah, vor Gott, und Gott verlangt quasi, dass diese Seele bezeugt, dass er existiert. Ja? Als dein Herr aus dem Rücken der Kinder Adams ihre Nachkommenschaft zog und wieder sich selbst zu Zeugen nahm und sprach: Bin ich nicht dein Herr? Sprach die Seele: Jawohl, ich bezeuge es. Die andere Auslegung ist, dass alle Seelen, alle Menschen, die jemals gelebt haben und jemals leben werden, in Vergangenheit und Zukunft, vor Allah schon einmal standen und Gott uns alle gefragt hat. Ja, bin ich nicht euer Herr? Und wir alle geantwortet haben: Jawohl, wir bezeugen es. Wie könnte es auch anders sein, wenn du direkt vor Allah stehst, also wenn der Vorhang offen ist und du mit all deinen Sinnen eben den Schöpfer wahrnimmst, wie könntest du ihn leugnen in diesem Moment? Also das heißt, alle Seelen haben schon mal vor Allah, waren schon mal in Allahs Gegenwart und haben diese Begegnung miterlebt und es bezeugt. Und dann sind wir mit unserer Seele in den Körper gekommen und geboren worden in diese Welt. Und an dieser Stelle frage ich dann immer die muslimischen Gäste: Was ist das Erste, was wir einem Neugeborenen sagen? Was machen wir mit unseren Neugeborenen? Wir sind gerade auf die Welt gekommen, was tun wir? Bitte? Ja, wir sprechen Ikama ins Ohr. Ja, das Kind ist gerade geboren und unsere muslimische Tradition ist, dass wir an sein Ohr gehen und Ikama, also den Gebetsruf ins Ohr rufen. Ja? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Gott ist groß, Gott ist groß. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte ist. Komm her zum Leben, komm her zum Heil, komm her zum Gebet. Das ist das Erste, was wir dem
was wir der neugeborenen Seele sagen. Und das ist eigentlich nichts anderes, als dass wir versuchen als Eltern, diesen Moment, diesen spirituellen Moment in der Gegenwart Gottes mit rüberzunehmen. Also dass sich dass die Seele sofort erinnert in Dunya an die Begegnung mit Allah, die sie vorher erlebt hat. Und wir als Eltern dann die Aufgabe haben, diesen spirituellen Moment eigentlich zu bewahren für diese Seele. Und wie schwierig das ist, kann jeder sagen, der Kinder hat. In der heutigen Zeit. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger koranischer Moment, der diese spirituelle Verbindung ganz deutlich macht. Das heißt also, zu einem hat jeder Mensch von Zeit zu Zeit eine vage Erinnerung, die ihn beunruhigt, und er hat ein natürliches Verlangen nach Gotterkenntnis. Die Seele nämlich, ob der Mensch das jetzt bewusst wahrnimmt oder nicht, wünscht sich nichts sehnlicher, als zurückzukehren in die Gegenwart Gottes, weil da bist du wunschlos. Da gibt es keinen Wunsch mehr, wenn du in der Gegenwart Gottes bist. Da denkst du nicht an Konsum, sondern du bist da. Ja? Also jede Seele, ob wir das als Menschen wahrnehmen oder nicht, wünscht sich wieder in die Gegenwart Gottes zurück. Die Fitra, also dieser natürliche Antrieb, ist der Antrieb, der Motor für die Geschäftigkeit der Menschheit. Die Pflege der Wissensfreude, verbunden mit der Bereitschaft, Verstand und Vernunft zu gebrauchen, war die günstige Grundlage für die erstaunliche Entfaltung der Wissenschaften in allen Bereichen, auch durch den Islam. Sei es Religionswissenschaft, Mystik, Astrologie, Mathematik, Chemie, Medizin oder Psychologie und Philosophie. Die natürliche Veranlagung ist es also, die uns vorantreibt auf dem Weg zur Erkenntnis, und das Versprechen ist der Bund, den wir Muslime, genau wie Abraham und Moses, Friede sei mit ihnen, mit Gott geschlossen haben und diesen täglich erneuern. Das Wichtigste im täglichen Leben für einen Muslim ist daher das Gottgedenken, das Zikr. Ja, also mit dem Gedenken, dass Gott mich sieht bei allem, was ich tue, bei allem, was ich denke, halte ich diese spirituelle Verbindung aufrecht. Mit all dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Ja? Also das, was uns antreibt, ja, nach Erkenntnis, nach Wissen, ist diese natürliche Veranlagung und das Bedürfnis der Seele, endlich zur Ruhe zu kommen, nichts mehr zu wollen, sondern in der Gegenwart Gottes einfach da zu sein. Und dieses Gott-Eingedenken sein erweist sich bei den 5 Gebeten am deutlichsten. Also jetzt haben wir einmal diese spirituellen Gedanken, und jetzt kommt die Hilfestellung Allahs an uns Menschen durch das Beispiel des Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, der dann bestimmte Rituale uns beigebracht hat durch die Offenbarung Allahs, die es uns ermöglichen oder erleichtern, diese spirituelle Verbindung aufrechtzuerhalten. Und eines dieser Dinge sind die 5 Gebete. Ja, der Muslim betet 5-mal am Tag, vor Sonnenaufgang, am Mittag, am Nachmittag, am Abend und in der Nacht. Warum betet er 5-mal am Tag? Damit er sich wenigstens 5-mal am Tag überlegt, was mache ich gerade? Was mache ich eigentlich? Womit beschäftige ich mich gerade? Ja, bin ich gerade auf dem Konsumtrip oder habe ich eine spirituelle Verbindung mit meinem Schöpfer und versuche, positiv zu wirken? Also das ist das ein Hinterfragen. Deshalb ist 5-mal beten keine lästige Pflicht für einen Muslim, so darf man das nicht sehen, sondern ist eigentlich eine Hilfestellung Allahs an uns, diese spirituelle Verbindung aufrechtzuerhalten. Und die Rituale, die wir vollziehen, beim Gebet eben das Stehen, Verbeugen und Niederwerfen, bezeichnen wir Muslime als die Reise zu Gott. Ja, also das Entfernte, wenn man steht, die Annäherung, die Beugung und dann die Niederwerfung, wo man mit der Stirn und die Nase den Boden berührt, sagen wir Muslime, das ist da, wo wir Allah am nächsten sind, in dieser Haltung. Ja, indem wir uns ganz klein machen, indem wir unseren Schöpfer anerkennen
und eigentlich dann in dem Moment auch nichts mehr wollen, nichts mehr bedürfen. Ja. Und dann gibt es viele Stellen, wo es dann heißt, und halt zum Beispiel, und haltet fest am Seile Allahs, oder Allah ist dir näher als die Halsschlagader. Also eigentlich Aussagen aus dem Koran, die uns immer wieder daran erinnern, dass wir eben diese spirituelle Verbindung aufrechterhalten sollen. Die islamische Lebensweise mit all ihren gottesdienstlichen Handlungen, dem Einhalten von Vorschriften und Regeln, losgelöst von diesem spirituellen Aspekt zu betrachten, ist daher falsch. Allah, ein Hadith Qudsi, also ein Hadith Qudsi ist eine Aussage des Propheten Mohammed, wo der Gesandte Mohammed, Friede sei mit ihm, sagt, Allah sagt. Ja, also nicht ein Hadith, wo heißt, der und derjenige Überlieferer sagt, Mohammed hat gesagt, Friede sei mit ihm. Nein, das ist ein Hadith Qudsi, wo Mohammed, Friede sei mit ihm, sagt, Allah sagt, aber es steht nicht im Koran. Und in diesem Hadith Qudsi wird Folgendes überliefert. Allah spricht, nichts, wodurch mein Diener sich mir nähert, ist mir lieber, als was ich ihm zur Pflicht auferlegt habe. Doch mein Diener hört nicht auf, sich durch freiwilliges Tun zu nähern. Das heißt also, es gibt dann viele Muslime, denen die 5 Gebete nicht genug sind, die viel öfter die Verbindung zu Allah suchen wollen und die viel öfter beten und die viel öfters fasten und die viele gute Werke tun. Ja? Doch mein Diener hört nicht auf, sich durch freiwilliges Tun zu nähern, bis ich ihn dafür liebe, sagt Gott. Und wenn ich ihn liebe, dann bin ich sein Ohr, mit dem er hört, sein Auge, mit dem er sieht, seine Hand, mit der er etwas ergreift und sein Fuß, mit dem er geht. Ja, und wenn ihr euch erinnert an das, was ich vorher gelesen habe aus dem Koran, wo Allah die Natur beschreibt und dann sagt, darin sind Zeichen für hörende Leute, darin sind Zeichen für Sehende, für Einsichtige, für nachdenkende Leute, dann wird hier ein gewisser Kreis geschlossen, ja? Dass wir eben ganz durch unsere Wahrnehmung eben mit dem Schöpfer uns verbinden. Das Leben im Diesseits bestimmt sich nicht durch das bloße Befolgen von Formeln von Halal und Haram, sondern ist die bewusste Entscheidung des Dieners Gottes, in jedem Moment seines Daseins Gott auf die beste Weise zu dienen und ihm nahe zu sein. Der wahre Grund seines Handelns ist es nicht durch Einhaltung der Gesetze für das Jenseits gerüstet zu sein, sondern vor Freude darüber, von Gott rechtgeleitet zu sein. Das zu sein, das zu denken und das zu tun, was Gott möchte. Halal und Haram, also Erlaubtes und Verbotenes im Islam, werden zur selbstverständlichen Nebensache. Freude und Zuneigung für Allah sind das bestimmende Element, nicht Angst vor Strafe. Gott auf die beste Weise zu dienen, heißt damit, sich bewusst in die Schöpfung einzufügen. Alles in der Schöpfung lobt preis Gott. Ohne freien Willen erfüllen es seine Bestimmung vom Kleinsten bis zum Größten, der Kreis des Lebens. Also alles außer dem Menschen gehorcht seinem Befehl. Ob das das Gras ist, das kleine Insekt, der Löwe, die Planeten, die Sonne, alles gehorcht Gottes Befehl. Nur wir als Menschen haben den freien Willen, uns für den Weg Gottes und für die Einheit Gottes zu entscheiden oder eben dagegen. Ja, und wir Menschen sind ja ganz toll, uns damit zu beschäftigen, eben gegen die Schöpfung zu arbeiten. Eher zur Vernichtung streben, anstatt zum Guten, zum Frieden und zur Gerechtigkeit. Ich möchte euch noch dann kurz vor Abschluss eine Sufi-Geschichte erzählen. Sufis, das sind die Mystiker im Islam, also diejenigen, die also dadurch hervortun, dass sie sehr viel Zikr machen, also sehr viel Gottgedenken, auch verbal. Zikr heißt also, dass sie bestimmte Gebetsformen eben rezitieren, auch in der Gemeinschaft. Und sie haben diesen spirituellen Gedanken eigentlich immer in ihrem Herzen und sind sehr freundliche Leute
Und eine dieser, und sie leben oft in Gemeinschaften. Ja, und man nennt das so ein Konvent, also wo Leute, sind es Dörfer, wo sie in verschiedenen Häusern wohnen, oder sind es manchmal auch große Gebäude, wo sie zusammen wohnen, zusammenleben, zusammen beten, zusammen essen. Und in einem, das ist eine alte Geschichte, in einem solchen Konvent war eben ein Festtag im Anmarsch, also meinetwegen das Ende vom Ramadan, Eid al-Fitr oder Eid al-Adha, das Opferfest. Und der Scheich hat dann alle Mitglieder der Sufi-Gemeinde hinausgeschickt und hat gesagt, so, wir wollen unsere Moschee, unseren Gebetsplatz, unser Konvent schön schmücken und ihr sollt alle viele, viele Blumen sammeln. Und damit wir unseren, und Kräuter, oder damit wir unseren Konvent schön schmücken können. Und alle gehen dann raus, verbringen ein paar Stunden draußen und kommen dann zurück mit Blumen und fangen an, eben den Konvent zu schmücken. Und dann nach so einem Untergang, da kommt dann noch ein kleiner Sufi an und hat keine großen Blumenstrauß, sondern ein verwelktes Blümchen. Also er hat eine Blume mitgebracht, aber die war verwelkt. Und der Scheich fragt ihn, ja, sag mal, hast du keine schönen Blumen gefunden da draußen in Gottes schöner Natur? Und der kleine Sufi sagt dann, natürlich, ich habe den ganzen Tag in Gottes Schöpfung verbracht und habe wunderschöne Blumen gesehen. Und alle Pflanzen und alles, was ich gesehen habe, waren damit beschäftigt, Gott zu lobpreisen mit ihrer Schönheit. Und nur diese war gerade fertig. Also das verwelkte Blümchen war fertig zur Lobpreisung. Und deshalb hat er das mitgebracht. Und er wollte sie dabei nicht stören. Er sagt also, ich wollte sie dabei nicht stören bei der Lobpreisung Gottes. Ja? Und das ist eine Geschichte, wo wir deutlich machen können, dass alles in der Schöpfung, wenn wir es richtig betrachten, wunderschön ist, egal was es ist. Und alles seine Aufgabe hat. Ob es jetzt blüht schön oder nicht blüht. Auch das Gras am Wegrand hat seine Aufgabe von Gott bekommen. Ja? Es dient zur Nahrung für andere Tiere oder für Insekten oder Schutz. Und dann gibt es eben auch Blumen, die wunderschön sind, wie Rosen. Ja? Die Königin der Blume, wie man immer sagt. Und die auch im Islam eine besondere Stellung hat bei den Sufis. Alles in der Schöpfung Lob preist Allah mit ihrem Dasein, mit ihrer Schönheit. Und nichts anderes sind wir Menschen. Auch wir Menschen sind so unterschiedlich und so vielfältig. Jeder sieht anders aus. Jeder ist mit Gott in einer ganz bestimmten Weise erschaffen. Die einen sind größer, die einen sind kleiner. Die anderen haben rote Haut, schwarze Haut, weiße Haut, gelbe Haut. Ja? Blonde Haare, schwarze Haare. Wir sind so unterschiedlich und jeder von uns ist ein Geschöpf Gottes, das Gott mit einer ganz bestimmten Absicht geschaffen hat, nämlich so wie jedes in der Natur Gott zu lobpreisen. Und das ist unsere Aufgabe. Und wenn wir das versuchen, Gott zu lobpreisen, dann ist eigentlich die Aufgabe, sich zu fragen, womit hat Gott mich ausgestattet? Ja, bin ich jetzt das Gras oder die Rose? Bin ich jetzt für meine Gemeinschaft der Zimmermann oder der Ingenieur? Jeder hat eine ganz bestimmte Eigenschaft in sich, die er gerne tut. Ja, es gibt Dichter, es gibt Maler, es gibt Leute, die können gut handwerken, es gibt Leute, die haben super Verstand, ja, die können Ingenieure und Ärzte werden. Allah hat jedem von uns was ganz Bestimmtes gegeben. Und unsere Aufgabe ist eigentlich jetzt zu suchen, was kann ich gut machen, was mache ich am besten? Und das sollten wir vervollkommnen. Ja? Wir sollten auch damit zufrieden sein, ja? Denn wir brauchen einander alle. Wir brauchen den Zimmermann, den Maurer, aber wir brauchen den Ingenieur. Wir brauchen den jemanden, der die Straße kehrt, die Toiletten putzt und wir brauchen die Ärzte. Wir brauchen einander alle und alle sind wir, wenn wir das eben in dieser Art und Weise füreinander und voneinander abhängig. Und jeder sollte den anderen achten in dem, was er tut. Das ist Menschsein. Das ist das, was Gott eigentlich von uns möchte. Also Gott weiß, was am besten für die Menschen gut und richtig ist und er gibt daher Rechtleitung
auf das wir Muslime vertrauen. So. Jeder von uns hat also ein ganz bestimmtes Talent und das gilt es zu entdecken. Der aufrechte Muslim wird mit Hilfe der Rechtleitung Koran und Sunna im Eingedenk Gottes sein Bestes geben, sich positiv in jede Situation einzubringen. In diesem Stadium ist er Mu'min, der den Glauben verinnerlicht hat. Er verbessert seinen Charakter. Keine Lebenssituation kann ihn aus dem Gleichgewicht bringen, da er weiß, dass alles von Gott kommt und letztlich alles bei Gott endet. So ist der Muslim mit dieser spirituellen Haltung in der Lage, Frieden zu machen mit sich, mit Gott, den Mitmenschen und der gesamten Schöpfung. Vielleicht noch zwei, drei Worte zu diesen letzten Sätzen, dass eigentlich ein Muslim, der das begriffen hat, Gott gibt ihm eine innere Stabilität und Ruhe. Eigentlich kann jemanden, der auf diese Art und Weise glaubt, nichts erschüttern. Weil wir wissen, dass wir geboren sind durch den Willen Gottes. Er uns diesen Körper und unseren Geist, unseren Verstand und unsere Seele mitgegeben hat, um eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen. Und wir glauben an die Vorhersehung, dass Gott für alle, für uns Menschen, bestimmte Dinge vorherbestimmt hat. Einen bestimmten Platz, wo er geboren wird. Ja, ich habe mir nicht ausgesucht, dass ich im Odenwald geboren bin, sondern Allah hat es für mich gemacht. Dass ich in Deutschland sozialisiert und aufgewachsen bin in einer Zeit, wo ich noch mit der Natur aufgewachsen bin und mein Sohn jetzt mit dem Handy aufwächst. Das war auch nicht seine Entscheidung, eben dann geboren zu sein, sondern Allah bestimmt das für uns. Ja? Und wir Muslime wissen, dass all das eine Art Vorherbestimmung ist, auch unsere Versorgung, unsere Gesundheit, unser Beruf, unser Einkommen, das wir ausgeben für Familie und für wohltätige Zwecke, wenn wir mehr haben. All das ist vorherbestimmt. Und wir wissen auch, dass wir morgen sterben können, wenn Allah das möchte, durch einen Verkehrsunfall oder durch einen Krieg wie in Syrien oder in Afghanistan oder im Irak. Oder dass wir umkommen bei einem Tsunami. Das kann morgen passieren. Ja? Also wir Muslime sind uns eigentlich bewusst, oder die Menschen sollten sich eigentlich bewusst sein, dass dieses Leben abrupt jetzt enden kann. Und dass die Versorgung, die Gott uns gegeben hat, er uns morgen wieder wegnehmen kann. Das schöne Haus, das wir gebaut haben an der kalifornischen Küste, ja, weil wir Millionen haben, tolles Haus gebaut, Swimmingpool, alles drum und dran, tolle Aussicht aufs Meer und dann kommt ein Feuer und zack, weg ist es. Morgen kann alles weg sein. Und durch diese Gewissheit, dass wir das wissen, kann mich eigentlich nichts aus dieser stabilen inneren Zufriedenheit und Ruhe herausbringen, weil ich weiß, Allah kann die Situation jederzeit verändern. Und durch das Fasten zum Beispiel weiß ich, was es heißt, wenn Menschen hungern auf der Welt. Ja? Und ich kann damit umgehen, wenn ich morgen nichts zu essen habe. Ja, wie viele jetzt, die in Aleppo nichts zu essen haben. Sie sind trainiert durch das Fasten im Monat Ramadan. Ja? Also das sind Dinge, wo wir Muslime wunderbar erkennen können, wie tiefsinnig und auch praktisch der Islam ist für uns, dass wir auf jede Lebenssituation vorbereitet sind. Und das gibt mir eine innere Ruhe, die eigentlich nichts erschüttern kann. Ja, also ich kann nicht einfach irgendwas aus der Bahn werfen. Ja, wenn ich jetzt morgen meinen Job verliere und mein Haus verkaufen muss oder irgendwas, ich krank werde, nicht mehr arbeiten kann, kann ja morgen passieren, dass ich in eine ganz andere finanzielle Notlage komme, dann werde ich zwar mein materielles Leben umstellen müssen, aber das wird meine innere Haltung nicht ändern, meine Gesinnung nicht ändern. Und das ist eine ungeheure Kraft, die man da entwickelt. Ja? Und ich möchte also nicht absprechen, dass das mit anderen Religionen nicht der Fall sein kann. Ja? Also
für mich ist der Islam das Ideal. Und meine Logik sagt mir immer wieder, guck mal, wie der Ramadan hineinpasst, wie das Gebet hineinpasst, wie die Armenspende hineinpasst. Alles passt wunderbar in dieses soziale Gefüge. Ja? Aber ich habe mich, bevor ich Muslim wurde, auch mit anderen Religionen beschäftigt. Ja? Und da geht es eigentlich auch immer darum, eine innere Ruhe zu finden. Ja? Also eine Ausgeglichenheit, die es den Menschen ermöglicht, Frieden und gerecht mit den Menschen zu leben. Und das ist für mich fühlbar. Das ist nicht etwas, was nur über den Intellekt funktioniert, sondern wenn ich solche Gedanken denke und äußere, dann fühle ich das und ich rieche das und ich höre das. Das meinte ich damit, dass also Spiritualität etwas ist, was eben nicht nur über den Verstand funktioniert, sondern etwas, was ich komplett als Mensch wahrnehme, mit all meinen Sinnen. Und damit möchte ich schließen und euch für die Aufmerksamkeit danken.